Nach diesem Video wirst du genau wissen, was du tun solltest, wenn eine Abiturprüfung nicht gut verlief. Willkommen zurück, Abiturathleten. Hier ist Leo, dein Abiturcoach, und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und auch auf dem Weg zum Traumabiturschnitt kann es natürlich sein, dass meine Abiturprüfung nicht so verläuft, wie du es dir gewünscht hast. Und eine Sache, die extrem wichtig dabei zu verstehen ist, ist, dass es mindestens genauso wichtig ist, zu verstehen, wie Misserfolg gehandhabt wird, genauso wichtig, wie es eben ist, Erfolg zu kreieren. Und deswegen ganz, ganz wichtig dieses Video. Ich weiß, es ist vielleicht nicht schön, vielleicht auch nicht schön, die Vorstellung, dass eine Abiturprüfung mal nicht gut gehen könnte. Aber auch darauf sollten wir uns fokussieren, weil nur wenn du weißt, wie du mit einer schlechten Abiturprüfung auch mal umgehst, dann bist du zumindest abgesichert, dass, wenn das passieren sollte, dass sich dann zumindest die nächsten Abiturprüfungen nicht negativ davon beeinflussen. Deswegen lass uns direkt in die 5 Tipps reinstarten. Erstens, lass alles raus. Ich glaube, das hatte ich auch in einem älteren Video schon mal gesagt. Es ist so entscheidend, dass, wenn du in irgendeiner Art und Weise enttäuscht worden bist, irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du es dir vorgestellt hast, dann ist es einfach so unendlich wichtig, dass du wirklich alles rauslässt. Du musst einfach rauslassen. Alle Emotionen, alle Enttäuschung, alle Angst, alle Wut, alles, was du da in dir lässt, wird unterbewusst in dir weiterarbeiten. Das heißt, in diesem Moment, wo du merkst, okay, aus der Klausur rausgehst, merkst, verdammt, das lief jetzt einfach richtig, richtig schlecht. Lass es zu. Und das hat dann auch nichts damit zu tun mit positivem Denken, sondern von, oh nein, es macht mir nichts aus, da. Schwachsinn. Wenn dir die Abiturprüfung wichtig war, dann ist es für dich vielleicht auch einfach schlimm, wenn die nicht gut lief. Und dann lass es raus. Dann darfst du weinen, dann darfst du schreien, dann darfst du unglücklich sein, dann darfst du den ganzen Tag keinen Bock mehr auf irgendwas haben. Lass es einfach raus. Alles, was in dir ist, lass es raus. Weil nur so können wir dann den fortlaufenden Prozess auch wirklich ehrlich angehen. Zweitens, akzeptiere es. Und das ist dann der Punkt, der dir gerade dann wesentlich leichter fallen wird, wenn du eben den ersten Schritt getan hast und die Emotion rausgelassen hast. Weil wenn erstmal so dieser erste Dampf raus ist, dann kommst du von deinem emotionalen Gehirn, sag ich mal, wieder mehr zu deinem rationalen Gehirn und wirst feststellen, ganz ehrlich, das Ding ist jetzt rum, ich habe nur noch eine Möglichkeit, und zwar mich einfach in den nächsten Abi-Prüfungen besser anzustrengen. Und deswegen, du musst damit abschließen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass du erstmal alles rauslässt, weil dann merkst du, okay, hat jetzt eh keinen Sinn mehr, ich muss es jetzt einfach akzeptieren. Und dabei kann dir auch wirklich niemand helfen, außer, dass du es selbst eben machst. Drittens, schreibe alles Schlechte auf. Das bedeutet, es nehmen dir wirklich hier Zettel, Stift, und dann schreibst du dir wirklich einfach mal auf, was lief eigentlich alles falsch. Warum lief die Abiturprüfung schlecht? Und das kann an nur einer großen Sache liegen, ja, zum Beispiel, dass du davor schlecht geschlafen hast und dich da nicht konzentrieren konntest. Oder es kann an vielen Dingen liegen, wie du hattest dich am Morgen hattest ein bisschen Stress, weil du deine Sachen nicht richtig vorbereitet hast. Du hast dich nicht richtig vorbereitet im Sinne davon, dass du auf eine Aufgabenstellung nicht klargekommen bist. Was auch immer. Schreib dir ruhig die 1, 2, 3, 4, 5, von mir aus 7, 8, 9, 10 Sachen auf, die dafür gesorgt haben, dass die Abi-Prüfung so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist. Dann wirst du dir erstmal bewusst, okay, woran lag es denn überhaupt? Es ist nicht so ein großes Problem, einen Fehler zu machen. Ein großes Problem ist es, wenn du aus dem Fehler nicht lernst. Deswegen schreib dir auf, was lief falsch. Dann verstehst du erstmal, okay, daran lag es. Und was du dann auch gleichzeitig noch machst, ist, du schreibst dir daneben auf, was sind wirklich konkrete Dinge, die ich beim nächsten Mal anders machen kann. Wenn du zum Beispiel festgestellt hast, okay, ich konnte nicht schlafen, frag dich, warum konntest du nicht schlafen? Und wenn du dann merkst, okay, das und deswegen konnte ich nicht schlafen, dann würde ich ganz einfach mir überlegen, wie kann ich die Sache, die der Grund war, warum ich nicht schlafen konnte, wie kann ich die lösen? Ja, das bedeutet, wenn du zum Beispiel überlegst, keine Ahnung, dein Bruder war im Nebenzimmer noch voll laut, dann kannst du ja einfach direkt zu deinem Bruder sagen, hey, am Abend vor der Abi-Prüfung wäre es nice, wenn du dich einfach ruhig verhalten könntest, weil ansonsten kann ich nicht richtig einschlafen. Oder wenn du merkst, okay, dass dich da auf eine Aufgabenstellung nicht richtig vorbereitet, dass du für die zukünftigen Abi-Prüfungen dir nochmal genau anschaust, was wird denn da geprüft, und dann dich genau explizit auf das nochmal vorbereitest, damit eben genau diese Dinge nicht mehr passieren. Viertens, schreibe alles Gute auf. Auch wenn eine Klausur schlecht verlief, heißt es nicht, dass nur schlechte Dinge passiert sind. Oftmals hast du vielleicht sogar einen Großteil richtig gemacht, aber wie es nun mal bei Erfolg ist, wenn da nur eine Komponente nicht stimmt, dann wird es meistens nichts. Ja, deswegen ganz, ganz wichtig, schreib dir auch die Sachen auf, die gut verlaufen sind. Weil es ist genauso wichtig, auch in der Sache, die dann vermeintlich ja Misserfolg war, die guten Dinge zu erkennen und vielleicht trotzdem zu realisieren, was habe ich denn gut gemacht
und weswegen macht es dann vielleicht auch Sinn, diese Dinge weiter zu behalten. Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, die Sachen, die ich in der Klausur gegessen habe, haben mir unglaublich gut getan, ich habe mich vom Essen auch gar nicht abgelenkt gefühlt, dann behalte das bei. Auch wenn die Abiturprüfung vielleicht ein Fail war und es an anderen Sachen lag, ist es trotzdem wertvoll zu erkennen, hey, das Essen war eigentlich voll gut von mir gemacht, das will ich auf jeden Fall beibehalten. Und das ist so, so wichtig, auch in den Abiturprüfungen im Verlauf einen extrem schnellen Lernprozess zu haben, dass du alles, was in der ersten Abiturprüfung nicht so gut lief, sofort erkennst, alles, was gut lief, auch sofort erkennst, damit du dann für die nächsten Abi-Prüfungen sofort auch verstehst, worauf kommt es denn eigentlich wirklich an. Und deswegen schreib dir unbedingt auch die Sachen auf, die gut liefen. Fünftens, gehe mit Selbstvertrauen weiter. Du hast jetzt im ersten Schritt mal alle Emotionen rausgelassen, hast geweint, hast dich schlecht gefühlt, was auch immer, hast mit deinen Eltern gesprochen, mit Freunden gesprochen. Du hast einfach rausgelassen. Im zweiten Schritt hast du dann mit der Klausur abgeschlossen. Für dich ist einfach okay, hey, es lief jetzt nicht gut, aber es ist Vergangenheit und ich fokussiere mich jetzt auf die Zukunft. Und dann hast du dir überlegt, woran lag es denn eigentlich, dass diese Abi-Prüfung so schlecht lief? Und hast konkrete Handlungsschritte definiert, wie du es dann auch wirklich schaffst, eben in den nächsten Abi-Prüfungen das Ganze anders zu machen, wodurch es dann wieder besser wird. Und hast dir viertens gleichzeitig auch noch bewusst gemacht, okay, die Sachen liefen sogar gut. Das bedeutet, du hast alles rausgelassen, du hast damit abgeschlossen, hast deine Fehler gefunden und was du besser machen kannst und nochmal Dinge hervorgehoben, die du sowieso schon richtig gemacht hast. Und das gibt dir in der Kombination einfach wieder super viel Selbstvertrauen, weil du jetzt konkret weißt, was muss ich tun? Und das kannst du einfach umsetzen und dann wird das Ganze auch wieder in der nächsten Abi-Prüfung sehr, sehr gut verlaufen. Deswegen bitte, 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 glaub da an dich, lass dich nicht unterkriegen. Du kannst deinen Traumabiturschnitt auch jetzt noch erreichen, solange du einfach weiterhin an dich glaubst. Das tue ich in jedem Fall. Wir sehen uns im nächsten Video. Dein Leo.